Moin, moin, willkommen zurück hier zu Aplaxtel. Und wir versuchen das Gebäude zu erreichen, ohne erwischt zu werden. Wir haben beim letzten Mal aufgehört. Mal sehen, was wir schaffen. Laufen wir mal los mit Hugo. Kommen wir runter? Warum können wir runterkrabbeln? Ich glaube, keiner zu sehen hier. Nicht mehr was. Oh, jetzt kommen sie. Sie geben nicht auf. Diese Hexe vor allen Dingen. Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Oh, oh, wie kommen wir da dann am besten hin? Das ist die Frage, ne? Oben rum und unten rum. Na, warte mal. Ja, er ist ein bisschen nervig dann. Aber. So, hier drin sind wir ja einigermaßen. Nicht einigermaßen, aber schon sehr geschützt. Wir schaffen das. Aber ob das reicht, ja, weiß ich nicht. Und du erholst dich. Er hat leider einen Helm auf, den können wir nicht so einfach mindestens ausschalten. Also beide, wie man sieht. Dass er so gut war, aber. Können wir alles nicht mitnehmen? Irgendwas herstellen hier? Okay, war clever von mir. Gut. Na, irgendwie zu diesem Gebäude kommen. Der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Sie wird an Ort und Stelle hingerichtet. Und wo ist unser Graf? Hm? Sein Land wird von der Pest heimgesucht. Er erteilt hier die Befehle. Zeig etwas Respekt. Moment. Ist er? Kommt her! Tinglinge! Sie haben uns! Schön. Mist. Ja, das war dumm. Das war auch dumm. Das war auch dumm. Erwischt zu werden, ne? Gib ihr zu. Obwohl der Weg gar nicht so schlecht war. Ihn da oben, der hat uns gesehen, ne? Oder wer hat uns gesehen? Weil er da unten. Vielleicht können wir auch jetzt hier schnell rüberlaufen. Mist, ey. Wieder. Das wollte ich nicht machen. Ich muss mal zu rennen hier. Was jetzt, Amicia? Sie haben uns erwischt. Sterben wir sie!
Kanal runter. Oh, hier ist ein verkehrter Weg. Ah, Mist. Na, dumm. Ja, man kann es ja probieren, ne? Okay, müssen wir ein bisschen mehr schleichen. Auf die Rambo-Methode funktioniert anscheinend nicht. Schade. Was ist das? Nein. Hab ich nicht gesehen, ne? Er soll sich gar nicht umsehen da hinten, der Affe. Er soll gar nicht erst in unsere Richtung kommen. Ja, vielleicht haben wir Glück. Ich glaube, wir haben Glück. Das heißt natürlich nicht, dass wir immer Glück haben, aber... jetzt gerade schon. Okay, oh, da geht er längst mit seinem... Den Helm sind noch nervig. Muss man auch irgendwann ausschalten können. Wenn er da weggeht, können wir dann noch dran vorbeischleichen, glaube ich. Bevor er uns da oben entdeckt. Sehr gut. Wir sind fast da, Amicia. Ja. Oh nein, gleich geht weg. Hoch, ich versuch's. Wir sind auch ein bisschen geschützt, ne? Gut, also bis hierhin jetzt gekommen, ohne gesehen zu werden, ist schon mal ganz gut. Die Frage, ob wir den da oben ausschalten gleich. Weg frei. Sei vorsichtig. Du bist müde. Wir warten, bis der da unten auch weggeht. Keine Sorge. Ja? Ich glaube, es macht Sinn zu warten, bis der auch weggeht. Damit wir da vorbeikommen, ohne dass wir gesehen werden. Ich kann es auch gar nicht sehen von hier, aber ich weiß es nicht. Achso, ich wollte mal gucken, ich habe da so einen Pfeil mitgenommen. Ich mach mal spannen. War schon drin, okay. Los, geh schon mit dem Rücken. Das macht Sinn. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Das liegt daran, weil wir jetzt Sachen verbrauchen müssen. Wir haben nichts, was wir verbrauchen können, oder? Nee. Okay. Da ist einer mit dem Helm da unten. Da ist noch einer mit dem Helm. Kiste, wie kommen wir denn dahin zur Kiste? Müssen wir ihn hier umbringen für. Geht's dir noch gut? Ja. Was war das? Kannst du nicht gesehen haben. Hat sich da gerade was bewegt? Nein. Er kommt her. Komisch. Störenfriede! Schnappt sie euch! Verdammt.
kreisen. Wir entdecken die uns dann nicht. Also, er läuft ja hinter uns her, dann kann man hier runter, glaube ich. Verdammt! Hat er uns gesehen noch? Na komm, mach so. Da ist eine Tür, machen wir reinrennen? Wir rennen dann da rein. Dann ist, glaube ich, egal, oder? Ist immer ein bisschen schade, dass man es so machen kann, aber. Oh nein, die Wunde am Kopf. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und doch, du schaffst das, Amicia. Wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Neue Bewusstseinsfähigkeit, Leichtfüßigkeit. Wir müssen uns mal angucken, oder nicht? Ich tue alles, was ich kann. Okay. Du schaffst das schon. Bald sind wir auf dem Meer. Zielt der Stoß. Ja, bald. Ach, okay, das können wir auch machen. Was ist das hier? Alchemiewissen. Okay. So. Da sind wir angekommen. Das ist geil, dass auch keiner reinkommt von denen, ne? Ich meine, wir haben gesehen, ich bin da reingerannt. Hab mich eingesperrt da, aber es kommt keiner. Hallo! Hallo! Uiuiui, Gesundheit. Und so, bevor wir da reingehen. Ah, es stinkt so sehr. Lauter Tote. Was, wir liegen schon wieder über Leichen? Ach, Mann. Also es ist auch gepflastert, und der Weg ist gepflastert von Leichen. Ach, sie hält das nicht mehr lange aus, glaube ich. Nein, stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia, wach auf. Oh, was machen wir jetzt? Oh nein, Soldaten! Nein, nein! Steuern wir ihn jetzt? Sie sind auch hier! Nein, sie sehen uns! Was soll ich tun? Ah, Amicia! Du kannst die Horde mit. Uns auf. Noch einer, ne? Geil, Leute. Was? War das echt? Oh, du bist zurück. Geht's dir? Ich meine, wie gut? Cool ist das denn bitte sehr? Was ist passiert? Höre ich da Ratten? Keine Sorge, sie helfen uns. Oh, was? Hey, Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Oh, oh. Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten, ich kann nicht. Ruh dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Okay. So. Ah, okay. Alter, ist ja krass, der Junge, oder? Hast du wirklich? Ja. Was sollen wir machen? Kannst du aufstehen? Bevor die uns töten, ne? Lassen wir die lieber. So. So, Amicia, wir müssen ein bisschen gucken, was wir dich heilen können. Hier. Los. Gehen wir. Hast du
überrascht. Ja, ich darf sie benutzen. Na gut, gehen wir erstmal weiter. So. Oh, jetzt ein bisschen Feuer. Das reicht ja nicht, da kommen wir ja nicht durch. Soll ich hier runtergehen? Obwohl, kann ich vielleicht so machen? Kann ich irgendwo hinschicken? Ne, die sind trotzdem da, okay. Den müssen wir ja machen können hier. Wir nicht runter. Müssen wir denn überhaupt darüber? Ja, ich glaube, darüber müssen wir. Soll ich so ein Ding runterwerfen? Oh, pass auf. Runter können wir trotzdem nicht, okay. Was mit dem Totenkopf machen wir hier? Will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Yeah. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Kann man dem vorbeilaufen? Anscheinend. Da kommen wir nicht raus. Da müssen wir durch. Wir kommen nur mit Feuer durch. Shit. Da kein Topf mehr. Liegt hier noch irgendwas? Oh ne, das ist was anderes. Mist. Da kommen wir mit Feuer. Gibt es hier irgendwo Stecker? Ist ja auch nicht, ne? Das ist ja verrückt. Ich mache jetzt hier mit Schleuder. Feuer? Bringt nicht. Ah, warte mal. Warte mal, können wir das so machen? Nein, nein, nein. Hä? Was muss ich denn hier machen? Durch können wir nicht, dann werden wir aufgefressen. Nein, nein, okay, ja. Ah, das ist das Ding, okay. Irgendwo wusste ich auch, dass ich das irgendwo hatte. Na, geht rein da! Nein! Ist mir euer Ernst. Abschnitt Neustart steht da, geil. Ich hoffe nicht, dass ich alles normal machen muss. Okay. Stimmt, wir können einfach das Ding bauen, ne? Depp. Pass auf. Dann machen wir da Feuer an. Da. Runter.
Wie macht man nochmal die Peitsche? Ich weiß es gar nicht mehr. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Benny. Wie war das nochmal? Okay, warte mal, machen wir erstmal wieder nochmal so. Das war ja richtig dumm von mir. Das Rauchding geworfen. Dumm kann man sein. Wie kann man nochmal, wie konnte man mal, warte mal. Wie konnte man das andere Ding nochmal bauen, diese Peitsche? Nochmal. Wie kann man das nochmal machen? Wie konnte man die Peitsche nochmal machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade eben jetzt durch Zufall gemacht, aber es gab doch da so einen Trick, wie man die macht. Ich kann ja jetzt auch nicht einfach da durchrennen. Ich probiere nochmal kurz was, warte mal. Normal machen bei dem hier. Oh, ne? Genau. Tatsächlich nicht. Kann ich nur einmal machen? Ist auch dumm. Okay. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Die machen wir jetzt mal so einen Topf. Du musst sehr vorsichtig sein. Jetzt können wir doch da einfach reinrennen und das Zeug benutzen, oder nicht? Das ist zumindest im Kopf. Mal gucken. Nein! Mir ist kalt. Ich muss mich schneller bewegen. Ach, guck mal, das ist schon eine Wechselbank. Ist nicht schlecht. Das hält dich warm. Gucken, was bauen können. Ja, fehlen uns auch Materialien und Mass. Ja, leider, leider, leider. Ist da oben ja irgendwas? Gehen wir mal hoch. Ja, das ist ein kleiner Junge, erstmal hochgehen, ne? Da ist ein Loch. Stück Stoff, der ist neu. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. Ah, guck mal. Lass uns machen. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich.
Welchen? Ist mir den da. Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ah, wie John Rambo. Gibt es noch mehr? Ja, vielleicht können wir die Tür von der Seite aufmachen jetzt. Hätten wir wahrscheinlich von der anderen Seite auch aufmachen können. Man weiß es nicht. Egal, dann gehen wir jetzt hier durch. So, jetzt ist wieder Schleichen angesagt. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stört bitte nicht. Also, er ist auch immer dramatisch, ne? Sie haben diese Leute aufgefressen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als denen. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich passe auf dich auf. Amicia, da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Was uns keiner mit Licht nicht fertig macht, oder? Ihnen gezeigt. Ja, aber sei vorsichtig. Nein! Nein! Aber oh, wie dumm war das denn bitte? Hätte die Ratten natürlich irgendwo anders hinpacken sollen, nicht zu uns. Ich war ruhig dumm von mir. Okay, machen wir es nochmal. Sehe ich gar nichts mehr. Nee, wir haben da. Da runter. Da runter? Also einfach runterhüpfen kann ich nicht. Ein paar haben wir schon gekillt. Gibt es noch einer ohne Fackel?
Der hat noch eine Fackel. Warum nicht? Da hinten ist auch einer, ne? Oh, kein Licht. Der hat auch kein Licht da. Fehler wie ich. Das ist alles. Warte mal. Kann man das nicht ausmachen von denen? Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau, leise. Ist einfach wieder angemacht, der Affe. Shit. Hier versteckt sich jemand! Sucht alles ab! Sie dürfen nicht entkommen! Oh, sie haben uns erwischt! Nein! Schade. Will ich alle nochmal killen? Habe ich keinen Bock drauf. So, vielleicht mal direkt gleich hier dran vorbei. Die jetzt mal loswerden. Die Ratten auch so lange knabbern, ist auch ein bisschen nervig. Ich dachte, die könnten mal wieder losrennen. Hier seid ihr! Oh. Ihr werdet hier für euren Widerstand bezahlen! Spürt! Verdammte Hexe! Ich zerbrech dir den Schädel! Sieh dich an!
Ach Mist. Verdammt, ich hatte ihn auch schon fast. Also, beziehungsweise. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Hier seid ihr! Euren Widerstand bezahlt! Spürt den da! Ich zerbrech dir den Schädel! Sieh dich an! Amis! Er ist verbrannt! So geht's natürlich auch. Amicia! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Krass, da kamen die anderen Typen gar nicht mehr. Danke, Scheiß. Amicia! Oh nein. Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr! Da sind sie! Sie kommen! Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es! Schnell! Ja. Geh weg, der drei! Beherrsch dich, Hugo! Das ist dein Ende! Aufhören! Sonst töte ich euch alle! Ich hab's schon mal getan! Zu uns, aber wir müssen schnell sein. Oh, der ist wirklich flott. Nein! Nein, wie dumm! Also waren die Ratten denn langsam, bitte sehr? Oder? Was waren die Ratten denn bitte sehr langsam? Können wir springen? So, jetzt schnell nochmal die Ratten. Nein, lass sie in Ruhe! Geht weg, das reicht! Beherrsch dich, Hugo! Beherrschen. Aufhören, sonst töte ich euch alle! Ich hab's schon mal getan! Was machen die Ratten hier? Ihr seid alle gleich! Ihr Monster! Ich glaube, der kleine Hugo hat Blut geleckt. Ah, Blut geleckt. Hugo, was ist los? Was ist los? Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt kommen sie alle. Oh nein! Oh nein, Hugo! Hugo! Nein! Oh! Oh Gott! Rennen kann ich nicht. Ich hab's wieder getan.
aber schon langsam, die Tante. Was noch passiert? Aber dann machen wir auch eine Pause. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Wer ist er? Nein. Amicia. Ein Verbrecher? Kennt sie ihn? Mir kam er jetzt gerade nicht bekannt vor. Kam er euch bekannt vor? Ich kann das gerade nicht zuordnen, muss ich zugeben. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Sind bewusstlos, die Gute? Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab doch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Lut, stand unten. Lut. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Na. Und, gut, schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich rieche Pferde und tschüss. Stink ich so?